Endlich geht's weiter mit einer neuen Folge von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen und wir sind jetzt hoffentlich endlich in der finalen Endphase. Ich habe hier den Rahmen in der Hand, der zu EFBE gehen wird, ins Prüflabor und noch einmal richtig durchgefoltert wird. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben hoffentlich aus allen Erkenntnissen die richtigen Schlüsse gezogen und ja, wir haben hier eben das Steuerrohr massiv verstärkt mit dem Gasset. Hier haben wir dafür gesorgt, dass wir deutlich flüssigere Schweißnaht haben und ein kleines Gasset rein. Also die Schweißnaht steht nicht mehr so spitz da, winkelhalbierend rein. Hier ist ein kleines Gasset reingekommen und ja, der Rest war ja auch eigentlich safe soweit. Leider gab es mal wieder eine kleine Änderung im Plot. Und zwar hat der Jens mir nach 50.000 Lastwechseln auf dem ersten Prüfstand dieses Foto geschickt. Ein Riss. Das sind natürlich keine guten Nachrichten, zumindest auf den ersten Blick nicht. Wir haben darauf entschlossen, eine kleine Schweißnaht drüber zu legen und weiter zu testen. Das ist also dieser Bereich hier. Und warum haben wir das gemacht? Zum ersten hatten wir genau diese Prüfung mit einem anderen Prüfling schon längst bestanden und sind daher sehr selbstbewusst, dass wir das zur Serie hin sicher gelöst kriegen. Zum anderen haben wir einfach nur eine Änderung der Schweißreihenfolge festgestellt und können das mit minimalsten konstruktiven Änderungen und einer vorgegebenen Schweißreihenfolge sehr einfach zur Serie hin, ja, sicher und fertigungsgerecht auf den Weg bringen. Insofern, ja, ging es dann weiter. Die nächsten Prüfungen, blenden wir jetzt mal Bilder und kleine Videos ein, während ich rede, haben wir eigentlich alle bestanden. Ich sage eigentlich, weil bei einem, beim Sitzrohrtest, haben wir nur 98.000 von 100.000 Lastwechseln geschafft, aber auch das ist ziemlich relativ. Erstens ist das auf Cross-Country-Niveau. Man fährt mit dem Enduro-Freeride-Bike einfach nicht so viele Kilometer. Zum anderen wäre das, wenn man das über Zeit und so sieht, wäre das vielleicht ein 100-Kilo-Fahrer, der 4 Jahre lang dann damit fährt und dann vielleicht einen Riss feststellt. Auf der anderen Seite haben wir hier auch nochmal eine leichte Schwäche erkannt und können auch das nochmal zur Serie hin verbessern. In Summe führt das also alles zu einem noch besseren Fahrrad. Und insofern bin ich froh über jeden Fehler, den wir im Labor feststellen. Für die letzten beiden statischen Versuche durften wir dann tatsächlich wieder bei EFBE sein, dank gelifteter Corona-Sanktionen. Und ja, ich freue mich, euch die Eindrücke jetzt einspielen zu können. So, jetzt kommt die Maximale. Jetzt kommt die Maximale. Okay. Almost boring. War schon fertig. 8000 Minuten. Alter, nichts kaputt gegangen. Was ein Fahrrad. Ja, jetzt noch Kleinigkeiten fixen, oder? Ja, jetzt darf man sich nicht mal die Hand geben oder auch warm. Scheiße. Ja, falsch. Und dann mit den Füßen. Ja. Ja. Okay. Wolltest du noch ganz kaputt machen? Wir können es versuchen. Wir gucken mal, also was wir ein bisschen auf. Die Schweißen habt ihr von hier unterhalten. Ja. Also wir können auf 9000 Minuten gehen, das haben wir in der Leitung. Okay. Gucken wir auf irgendwas. Wir haben was passiert. Wir sind nicht erstmal. Erstmal mal messen, oder? Ja. Da fängt er an. Ja, und hier schweißen wir von 8. Okay. 8000, ja. Krass. Nee, da ist die Verformung nicht mehr, keine Anforderung mehr. Achso. Das ist ja verbiegen. Jetzt ist nur, dass nichts abreißt. Genau. Ja. Ja. Wir versuchen den jetzt kaputt zu machen, also wir sind schon weit drüber, alles gut. Jetzt. And go. Just warm it together. Tada! Ja, wir haben es anscheinend endlich alles im Griff und die letzten Feinheiten lassen sich wirklich einfach auf dem Weg zum produzierten Serienbike lösen. Insofern werden wir ab Anfang Mitte August soweit sein und Vorbestellungen annehmen. Wer es kaum erwarten kann, abonniert am besten unseren Newsletter auf carvents.com und wird der Erste in der Line sein. Kleine Info noch, ganz wichtig, das erste Batch ist limitiert auf 50 Stück und wird dann wahrscheinlich entweder unterm Tannenbaum liegen oder Anfang Januar ausgerollt werden. Also gebt Gas, seid dabei, wir freuen uns!